Genau so mag ich das. Grüßt euch Leute, ich mache hier heute ein Schminktutorial, weil sich das Uber Pro Hexer 99 von mir gewünscht hat und hier könnt ihr mal das Kommentar sehen. Erstmal vielen Dank für das Kompliment, Uber Pro Hexer 99, und natürlich werde ich deinem Wunsch nachkommen. Dafür habe ich natürlich extra etwas vorbereitet, wie zum Beispiel dieser Lipgloss hier von Shit Happens. Den habe ich einfach mal überklebt, so genau wie die ganzen anderen Teile, damit ihr euch bei eurer Entscheidung nicht beeinträchtigen lasst. Denn, naja, es geht ja eigentlich nur um das Ergebnis. Um das Ganze ein bisschen spannender zu machen, habe ich mir überlegt, das perfekte, dezente Make-up in gerade mal 3 Minuten zu machen. Gut, ihr werdet jetzt hier irgendwo eine Zeituhr sehen, wie halt die Zeit vergeht. Ich werde dabei nebenbei einfach mal mein Handy starten. Und ja, fangen wir einfach mal an. Es geht los, 3 Minuten. So, hier haben wir immer noch den Lipgloss von Shit Happens. Den mag ich so, weil der so schön pink ist. Und pink schon immer einer meiner Lieblingsfarben war. Den trage ich jetzt einfach mal auf. So, ich muss natürlich ein bisschen beeilen, weil ich nicht so viel Zeit habe. Sind nur 3 Minuten. Gut, hier haben wir Color of the Wurst. Das ist halt ein blauer Lidschatten. Ich mag den so, weil mein Element Wasser ist. Den trauen wir auch einfach mal auf. Das kann man auch nachgucken beim Element Girls. Da müsst ihr einfach mal bei Google eingeben. Da werdet ihr dann sehen, was für ein Element ihr habt. Ich finde, das sieht auch schon sehr gut aus. Alte Pferde. Das ist ein Abdeckstift, den verwende ich immer nach, ja, wenn man mal feiern geht, ne, dann hat man ja manchmal so Augenränder und so ein Kram. So, ist schon drauf. Also merken, alte Pferde. Achso, ja, natürlich, wir fressen es. Das ist eine Wimperntusche, die mache ich jetzt auch mal drauf. Die mag ich so, weil die so die Augen so wunderschön zur Geltung bringen. Ich finde die wirklich gut. Gut, dann haben wir hier noch einen richtig schönen glitzernden Puder. Auch von Alte Pferde. Also, die kann man ruhig mal verwenden. Den tragen wir jetzt noch auf, damit halt die ganze Haut einfach ein bisschen besser aussieht. Ja, ist einfach toll. Gut, dann habe ich jetzt hier noch. Oh, wo habe ich ihn? Ah, scheiße, ich habe nur noch 30 Sekunden. Wo ist er hin? Wo ist mein Stift? Ach, da unten ist er. Mein Abdeckstift von Wir Fressens. Ach Gott, Abdeckstift, Augenbrauenstift. Den führen wir jetzt mal. Natürlich muss das Ganze richtig gut gemacht werden, weil wenn man das übertreibt, dann sieht es nicht gut aus. So, und da mir eine Augenbraue nicht reicht, mache ich immer 2. So, und das waren auch schon 3 Minuten. Ich habe es aber geschafft. Was denkt ihr denn über mein dezentes Make-up für den Tag? Danke Leute, dass ihr euch mein Make-up-Tutorial angesehen habt und schreibt doch mal in den Kommentaren, wie ihr dieses perfekte, dezente Make-up für den Alltag findet. Hier an der Seite werden jetzt noch Videos erscheinen, da könnt ihr natürlich gerne auch mal reinschauen und wir sehen uns!